Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Gut. Ja, gut geschlafen. Ja, na ja. Ja, nein, ja. So, nein, weil das Wetter heiß genug ist. Ich schwitze auch hier. Aber gut. So. Trotzdem sind wir dankbar für das Geschenk unseres Lebens und für das Geschenk dieses schönen Tages. Vielleicht gegen Abend wird es auch ein bisschen gewittrig, oder? Ja, das habe ich schon gehört. Das heutige Evangelium erinnert uns daran, dass unser Herr Jesus Christus ganz gegenwärtig in der Eucharistie ist. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn, sagt Apostel Paulus. Bieten wir um das Geschenk des lebendigen Glaubens an Jesus Gegenwart, damit wir in der Kraft dieser himmlischen Speise fähig werden, unsere Brüder und Schwestern in Liebe zu dienen. Wir schließen in besonderer Weise alle unsere persönlichen Anliegen in diesem Gottesdienst ein. Wir beten auch für alle, die momentan unser Gebet benötigen und für alle, die wir unser Gebet versprochen haben. Wir beten für Heilung für alle, die in verschiedene Krankenhäuser eingewiesen sind und für allen Verstorbenen. Um Jesus willkommen, um Jesus, der gegenwärtig in der Eucharistie ist, willkommen zu heißen, wollen wir uns jetzt beziehen und bekennen, dass wir sündige Menschen sind. Herr Jesus Christus, du hast Apostel, Jünger und Jüngerinnen ausgesandt, das Reich Gottes zu verkünden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Alles überwinden wir durch dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du reichst uns die Speise, die bleibt für das ewige Leben. Herr, erbarme dich. Herr, der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das Gloria. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, stell deine Diener bei
und erweise allen, die zu dir rufen, Tag für Tag deine Liebe. Du bist unser Schöpfer und der Lenker unseres Lebens. Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir gefallen, und erhalte, was du erneuert hast. Darum bieten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen murrte die ganze Gemeinde der Israeliten in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen: Wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen, am Abend werdet ihr Fleisch zu essen haben. Am Morgen werdet ihr satt sein vom Brot und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder und Schwestern, ich sage es euch und beschwöre euch im Herrn: Lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichten Denken. Das entspricht nicht dem, was ihr von Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die Jesus ist. Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht, ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist im Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit
und Heiligkeit. Wort des lebendigen Gottes. Vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre. In jener Zeit, als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger am Ufer des Sees waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verderbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten ihm: Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja.
So, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Die heutigen Lesungen unterscheiden zwischen zwei Formen der Speise, nämlich die vergängliche Speise, wie die erste Lesung uns darstellt. Wir haben schon das gehört. Und die bleibende oder unvergängliche Speise, wie Jesus im heutigen Evangelium uns hinweist. Beide Speisen sind einfach voneinander nicht getrennt, sondern stehen in Beziehung zueinander. Unser tägliches Brot gibt vergängliche Nahrung zu unserem Körper, während die eucharistische Speise gibt uns unvergängliche Leben. Die letztere Speise ist die unvergängliche Speise, über die Jesus im heutigen Evangelium gesprochen hat, wann er sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Das haben wir auch gehört im heutigen Evangelium. Das möchte ich noch einmal lesen. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben, sagt Jesus im heutigen Evangelium. Das bedeutet, dass Jesus das lebendige Brot und unsere Nahrung ist. Er ist der, den wir in Kommunion empfangen. Er kommt völlig zu uns in jeder heiligen Messe, besonders während der Wandlung. So, wenn wir die Kommunion empfangen, empfangen wir Jesus selbst mit seinem verklärten Fleisch und Blut unter den Gestalten von Brot und Wein. Dann kommt die wichtige Frage. Oder ich werde auch die Frage stellen. In den Gestalten von Brot und Wein wird Christus gegenwärtig, während der Priester das Hochgebet der Heiligen Messe betet oder spricht. Der Priester spricht und handelt in der Person Christi, der, das heißt Christus, der sich selbst, der Priester, der Altar und das Opferlamm ist. Dann kommt die wichtige Frage: Wie können wir diesen Glaubenssatz besser erklären? Oder wie kann ich das rechtfertigen? Ja, wir Philosophen, wir reden immer über Rechtfertigung. So, wie können wir rechtfertigen? Wie? Tatsächlich gibt es heute Beweise und Beispiel der eucharistischen Wunder aus der ganzen Welt. Einige der besten Beispiele sind: Der erste Bericht des eucharistischen Wunder hat in der ehemaligen Klosterkirche des heiligen Longinus Lanciano, Italien, im 800 stattgefunden oder ist dort geschehen. Ich bin dort gewesen. Das habe ich selber gesehen. Das ist noch da bis heute. Die Geschichte dieses Wunders geht um einen Basilianer Mönch, der die Heilige Messe feierte, wie gewohnt, wie heute. Nachdem er die Hostie in den hochheiligen Leib Christi und den Wein in das kostbare Blut Christi verwandelt hatte, hielt er einige Augenblicke inne.
Das mag wohl sein, dass ihr von einem Zweifel an der wirklichen Gegenwart Jesu Christi im heiligsten Altarssakrament geplagt wurde. Im selben Augenblick wurde ihr von einem außerordentlichen Wunder überrascht. Ein Teil der geweihten Hostie verwandelte sich, nämlich vor seinen entsetzten Augen, in blutendes Fleisch, während der übrige Teil weiterhin wie Brot aussah. Der verwandelte Wein nahm gleichzeitig die Gestalt frischen Blutes an, das nach und nach zu fünf Blutkörperchen gerann, die in Form und Gestalt verschiedenen waren. Der erschrockene Priester suchte zuerst das unerklärliche Vorkommnis zu verheimlichen, doch eine große innere Erschütterung nötigte ihn, das wunderbare Ereignis den anwesenden Gläubigen mitzuteilen, und alsbald wurde es stadtbekannt, wie heute. Ja, ihr könnt auch das überall lesen, auf Internet könnt ihr auch dieses Wunder lesen. Es gibt verschiedene Wunder, eucharistische Wunder. Fast 1300 Jahre nach dem Wunder gab der Erzbischof von Lanciano 1970 die Erlaubnis zur wissenschaftlichen Untersuchung, weil damals gab es keine, man konnte das nicht machen. Aber nach 1300 gab es die Möglichkeit, die Gelegenheit, das zu untersuchen oder das zu machen, eine Untersuchung zu machen. Bei der Probeentnahme äußerte Professor Dr. Linoli die Befürchtung, dass wohl kaum mehr beweiskräftige Elemente zu finden seien. Am 4. März 1971 erstattete dasselbe Professor einer gemischten gelehrten Kommission den Bericht über die wissenschaftlichen Analysen des Wunders. Seine wissenschaftliche Prüfung ergab das Folgende. Sechs Punkte. Erstens handelt das Wunder sich um wirkliches Fleisch und Blut. Zweitens stammen sowohl das Fleisch als auch das Blut von einem Menschen. Drittens weist das Fleisch eindeutig die Struktur des Herzgewebes auf. Viertens haben das Fleisch und das Blut die gleiche Blutgruppe. Fünftens ist das Diagramm des Blutes übertragungsfähig auf menschliches Blut, wie es heute entnommen wird. Schließlich gleichen das Fleisch und das Blut der einer lebenden Person. Das bedeutet, was wir in jeder heiligen Messe machen, kein Spiel ist. Sehr wichtig. Wir sind immer, jeden Tag, es gibt immer jeden Tag Messe, überall Sonntag, aber das ist kein Spiel. Jesus ist wirklich, wirklich gegenwärtig in der Eucharistie. Diese Ergebnisse wurden von derselben Professor, Erzbischof von Lanciano und von der Kommission unterschrieben. Andere bewiesene eucharistische Wunder, die in Europa geschehen sind oder stattgefunden haben, enthalten Bolsena, Ovieta, Italien. Das war ich auch da. Ich bin schon dort gewesen.
Das habe ich auch gesehen. Einige von uns waren schon da, ich weiß es nicht, oder schon gelesen. Es ist sehr gut, diese eucharistischen Wunder zu sehen, zu erleben, um unseren Glauben zu stärken. Sehr wichtig. Es gibt auch Blanon, Frankreich, 1331. Amsterdam, Holland, 1345. Ibora, Spanien, 1010. St. Georgenberg, Fischt, Tirol, hier in Österreich. Hier in Österreich. 1310. Giswil, Schweiz, 1492. Und so weiter. Man kann das auf Internet sehen. Es gibt viele eucharistische Wunder. Viele. Aber ich habe nur die in Europa erwähnt. Es gibt schon überall. Liebe Schwestern und Brüder, kommt noch andere wichtige Frage. Welche Botschaft hat die heutige Lesung und die heutige Geschichte über die eucharistische Wunder für uns ganz konkret? Erstens sind wir eingeladen, Jesus in der Eucharistie zu verehren, wenn wir ihn empfangen. Sehr wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt. Dazu sind wir auch eingeladen, an ihn zu glauben, auf ihn zu vertrauen und unsere Gebetsanliegen vor ihm hinzulegen, sobald wir ihn empfangen. Zweitens sind wir auch ermutigt, uns gut vorzubereiten, bevor wir dieses kostbare Geschenk und heilige Speise empfangen, weil Jesus wirklich gegenwärtig unter der Gestalt des verhüllten Brotes und Weins ist. Es bleibt uns überlassen, unsere Herzen zu öffnen, um die Wahrheit dieses Zeichens der Liebe anerkennen zu können, wenn wir wirklich Jesus Gegenwart in der Eucharistie anerkennen, wird es uns niemals schwerfallen, ihn als das wahre Brot des Lebens anzunehmen. Amen. Wir heben uns für das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, dem Vater, dem Allmächtigen. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und den Toten. Ich glaube, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft, Herr Jesus Christus, du willst uns das wahre Brot geben, das unseren Hunger und unsere Sehnsucht nach Glück und Erfüllung zu stillen. Darum kommen wir voll Vertrauen mit unserem Bitten zu dir. Für die Mitmenschen, die sich nur für das tägliche Brot interessieren und nicht
und für mehr nicht. Herr, weite ihren Blick für das Schöne, das du uns gibst. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Aufgeklärten, die dem Glauben keinen Raum mehr geben, lass sie erkennen, wie oft Glaube und Vertrauen nötig sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die sich von dir nichts mehr versprechen, schenke ihnen die Einsicht, dass du das Brot des Lebens bist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Caritas und Seelsorge, gib ihnen den Blick für das, was Menschen für Leib und Seele brauchen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Kirche, leite sie dazu an, den Menschen zuallererst dich und dein Evangelium zu vermitteln. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für unsere Verstorbenen, besonders für Maria Raab und Hermine Kiesenhofer, die in dieser Woche Sterbetag haben, lass sie leben in deiner Herrlichkeit. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für denen wir unser Gebet versprochen haben und alle, die momentan unser Gebet benötigen, Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir beten auch für Heilung für alle, die in verschiedenen Krankenhäusern eingewiesen sind. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Ich lade euch alle ein, jetzt in der Stille unserer Herzen unsere persönlichen Anliegen einzuschließen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, mit diesem Bitten kommen wir zu dir. Wir danken dir für deine Sorge um uns und für deine Gaben. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Nimm Platz. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an.
Barmherziger Gott, heilige diese Gaben, nimm das Opfer an, das dir im Heiligen Geist dargebracht wird, und mache uns selbst zu einer Gabe, die für immer dir gehört. Darum bieten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist er Mensch geworden aus Maria der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen wir dich, deine Illustren, und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Herr, du bist allein, der Heilig, der Himmel und die Erde, deine Hosanna in der Höhe, Hosanna in der Höhe. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deinen Rechten erhöht hast, bieten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte in seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles da. Wir danken dir, dass du uns berufen hast,
vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, vom Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben vom Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtige Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es wirklich. Darum singen wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Friede hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bieten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst in mir die Sünde der Welt, erbarme dich uns. Lamm Gottes, du nimmst in mir die Sünde der Welt, erbarme dich uns. Lamm Gottes, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Herr, mein Gott, so hilf mir, Seele.
Brot isst, wird in Ewigkeit leben, so spricht der Herr. Amen. Thank you.
So spricht der Herr, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nicht mehr Durst haben. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, in den heiligen Gaben empfangen wir neue Kraft. Bleibe bei uns in aller Gefahr und versage uns nie deine Hilfe, damit wir der ewigen Erlösung würdig werden. Darum bieten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die Verlautbarung. Diese Woche haben wir jeden Tag einen Heiligen zu feiern. Am Montag Verklärung des Herrn, Dienstag Heiliger Altmann, Mittwoch Heiliger Dominikus, da ist um 18.30 Uhr Aussetzung und stille Anbetung und um 19 Uhr Heilige Messe. Am Donnerstag ist Heilige Theresia Benedicta von Kreuz, am Freitag Heiliger Laurentius, Samstag Heilige Clara von Assisi und am Sonntag ist um 9.15 Uhr Feldmesse im Festzelt. Heute halten wir die Caritas-Haussammlung, August-Sammlung. 150.000 Kinder in Afrika und Asien leiden unter Hunger und Unterernährung. Helfen wir mit unserer Spende. Bei den Kirchenausgängen können die Spenden in die Einwurfschachteln gegeben werden. Am Mittwoch besteht die Möglichkeit, im Landespflege- und Betreuungszentrum Schlosshaus am Südhang um 13.30 Uhr die Heilige Messe mitzufeiern. Der Mittagstisch ist am Donnerstag wieder in Oberndorf. Am Donnerstag ist Blutspendeaktion von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr im Pfarrsaal. Jeder Blutspender kann Leben retten. Von Freitag 15 Uhr bis Samstag 15 Uhr ist wieder 24-Stunden-Anbetung in der Kirche. Wer eine Zeit im stillen Gebet übernehmen möchte, bitte in die Liste hinten eintragen. Nächsten Sonntag findet der Pfarrgottesdienst um 9.15 Uhr im Rahmen des Zeltfestes der jungen ÖVP im Festzelt statt. Eine Vorankündigung: am 15. August zu Maria Himmelfahrt besteht die Möglichkeit zur Wallfahrt nach Maria Trost in Bründl. Abfahrt ist in Schönau um 11.25 Uhr Bushaltestelle Umfahrung. Beim Schriftenstand liegt eine Fotokollektion vom goldenen Priesterjubiläum von Kurat Josef auf. Es können Fotos, Fotoheft nachbestellt werden. Ja, ich danke euch fürs Kommen und fürs Mitfeiern. Dem Organist danke ich auch und den Ministranten Victoria, Felix, Anna. Sohn des Davids, David. Und Alexandra, Carolina, Vanessa und Anna auch. Ich danke euch alle fürs Kommen, fürs Mitfeiern. Und wünsche euch alle eine schöne Woche und einen schönen Sonntag. Karl habe ich nicht vergessen, auch bitte. Gut. So, wir können jetzt gehen, ja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Ich segne und behüte euch und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.